Prostitution, Diebstahl, Betrug und Gewalt. Das ist ja wie Weihnachten. Da er das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht hat, wird er wegen seiner Tat nicht strafrechtlich verfolgt. Das Entfachen einer diesbezüglichen Kontroverse wird erwartet. Das ist der Grund, wieso ich euch verabscheue. Fall Nummer 2021. Die Verhandlung ist eröffnet. Haben Sie denn überhaupt kein Mitgefühl? Warum hassen Sie die Jugendlichen so sehr? Weil es Kriminelle sind. Weil sie es wagen, das Gesetz zu brechen. Meines Wissens hält sich hier ein krimineller Jugendlicher auf. Seit wann fangen Richter die Kinder selbst ein? Hältst du uns für eine Ermittlungsbehörde? Das geht eindeutig zu weit. Geht es Ihnen nur darum, Leuten Vorstrafen aufzudrücken? Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich vor dem Gesetz fürchten. Sie sollen wissen, dass sie dafür bezahlen müssen, wenn sie anderen Schaden zufügen. Wissen Sie, die Schuld gibt man immer den Kindern. Doch wer kann ihnen eine Chance geben? Das können nur wir Richter. Es sind nichts weiter als kriminelle Jugendliche. Aber sie verhöhnen die Polizei und unsere gesamte Nation. Und das, während sie noch so jung sind. Das Opfer bleibt zu Hause. Und der Täter wird eingesperrt. Hören Sie auf, Richterschaft! Sie wird erwachsen sein, wenn sie aus der Haft entlassen wird. Was dann? Verlass dich darauf. Ich zeig's dir.